Am Samstag gemütlich ein paar Runden über den Mönchsberg zurücklegen und anschließend in der Festung Hohensalzburg die Wendeltreppen erkunden. Sonntag dann von der Altstadt aus ein morgendlicher Ausflug auf den Geißberg. So oder zumindest so ähnlich gestaltete sich das Wochenende für die Teilnehmer am Trailrunning Festival in Salzburg. Trailrunning, das ist Laufen abseits von asphaltierten Straßen. Sei es nun über Treppen, Kopfsteinpflaster, Wiesen, Waldböden oder Steine. Das Wochenende hat es in sich. An Tag 1 der Prolog auf die Festung Hohensalzburg, am zweiten Tag der Berglauf auf den Geißberg. Die Favoritenrollen sind dabei klar verteilt. Ja, die Leistungen werden wirklich weltmeisterlich sein. Wir haben mit Andrea Meyer eine mehrfache Berglauf-Weltmeisterin, mit dem Jonathan Wyatt aus Neuseeland, einen Top-Athleten in der Berglaufszene. Bei den Herren führt der Sieg wohl über den angesprochenen siebenfachen Berglauf-Weltmeister Jonathan Wyatt. Dahinter hofft die Konkurrenz auf eine Schwäche des erfahrenen Neuseeländers. Bei den Damen wird die Deutsche Michaela Schädler wohl am ehesten Andrea Meyer fordern können. Aber den Anfang macht der Nachwuchs. In insgesamt 4 Altersklassen mit unterschiedlichen Distanzen starten etwa 40 Kinder, um die Sieger unter ihnen auszulaufen. Die Zuschauer sind begeistert von den jungen Athleten, die tolle Leistungen abliefern. Und auch die Angehörigen sind mächtig stolz auf ihren Nachwuchs. Also einer hat es wirklich taugt, mit 2 Runden da in der Stadt. Außerdem ist wenig los und da trauen sie sich auch, weil der Marathon ist relativ groß und da ist nicht so einfach mitzulaufen, aber da, das gefällt einer. Bei den Ältesten der Kids 4 Kategorie setzt sich Adrian Greibig vom Pre-Team Hallein durch. Mir ist ziemlich gut gegangen, das waren sie, die obwohl ich eigentlich vorher schon einen Wettkampf gehabt habe. Dann folgt die Elite. 167 Athletinnen und Athleten nehmen die Strecke des Porsche Salzburg Festungslaufs in Angriff. Insgesamt 6,7 Kilometer und 245 Höhenmeter gilt es bis zur heiß ersehnten Ziellinie zu bewältigen. Im Pulk wird die Clemens-Holzmeister-Stiege das erste Mal bewältigt. Doch dann setzen sich die Favoriten bereits ab. Kurz vor Ende der ersten Runde bilden 4 Athleten die Spitzengruppe. In Runde 2 scheint sich dann ein Zweikampf zwischen Jonathan Wyatt und dem Salzburger Lokalmatadoren Robert Gruber zu entwickeln. Auf dem Schlussanstieg auf die Festung zeigt Wyatt dann seine Klasse und kann einige Meter zwischen sich und Gruber legen. Andrea Meyer läuft indes ein einsames Damenrennen inmitten der männlichen Elite. Gruber kann Wyatt dann nicht mehr fordern und der Neuseeländer gewinnt in neuem Streckenrekord von 27 Minuten und 44 Sekunden, 19 Sekunden vor Gruber, den Festungslauf. Dritter mit bereits 1,5 Minuten Rückstand, Thomas Treiner. Andrea Meyer kommt als Gesamtvierte ins Ziel und nimmt ihrer schärfsten Konkurrentin Michaela Schädler fast 3 Minuten ab. Der Prolog war mehr als nur ein Aufwärmen und forderte die Athleten bereits ordentlich. Es macht so viel Spaß, aber es ist natürlich auch sehr hart. Es geht ständig rauf und runter, man kann sich nie wirklich ausrasten. Man versucht es zwar zu genießen, aber es ist eine richtige Herausforderung. Also ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt, was bei der Strecke wirklich sehr heftig ist, sind auch immer diese Bergabstückeln, weil die sind teilweise so steil, dass man Schwierigkeiten hat, dass man das eigentlich da bremst. Und am Schluss natürlich, man hofft bei jeder Stufe, dass das jetzt einmal die letzte war, aber dann kommt wieder Ecken und dann wieder ein paar Stufen auf. Eines ist klar, die Streckenführung ist weltweit einzigartig. Sie machen hier eine tolle Arbeit, um die Stadt zu präsentieren. Und es ist ein neuer Weg, die Stadt zu entdecken. Eine fantastische Idee. Jetzt gilt es, sich bestmöglich zu erholen, um für den morgigen kräfteraubenden Anstieg vom Kapitelplatz auf die Geißbergspitze gerüstet zu sein. Tag 2 des Trailrunning Festivals. Der Sturm des Geißbergs. Insgesamt 122 Athleten wollen sich die 7,7 Kilometer und 855 Höhenmeter hochquälen. Die Kombinationswertung startet als Verfolgungsrennen, wobei die Sieger bei Damen und Herren gleichzeitig starten. Wyatt und Meyer von Beginn weg mit Wahnsinnstempo, aber auch die Verfolger starten ambitioniert. Spannend wird vor allem werden, ob Robert Gruber seinen doch etwas überraschenden zweiten Platz vom Vortag halten kann. Bei der Zistelalm schließlich das erwartete Bild. Wyatt allein auf weiter Flur. Er scheint Spaß daran zu haben, jetzt wo es so richtig steil bergauf geht. Hinter Wyatt die Athleten enger zusammen. Andrea Meyer kämpft mit Robert Gruber und Thomas Treiner um Tagesrang 2. Schließlich erreicht Wyatt nach unglaublichen 43 Minuten und 16 Sekunden das Ziel. Tolle Leistung des Neuseeländers, der sich damit auch überlegen die Kombinationswertung sichert.
Ich habe versucht, das Rennen ein bisschen langsamer anzugehen, denn man weiß ja, der Berg kommt dann erst. Aber gegen Ende hatte ich dann einen beruhigenden Vorsprung auf meine Verfolger und konnte das Rennen auch genießen. Platz 2 in der Kombiwertung geht tatsächlich an Robert Gruber. Es war natürlich durch das, dass ich doch relativ knapp hinter ihm gestartet bin. Habe ihn einmal so auf Sicht gehabt und dann bin ich direkt auf den Flachen ein bisschen zugekommen. Ja, aber dann am Berg auf, da habe ich gewusst, da ist er dann dahin. Andrea Meyer schließlich Gesamtdritte, knapp vor Thomas Treiner. Zweitbeste Dame bleibt wie bereits nach Tag 1 Michaela Schädler. Also das Format von so einer Veranstaltung gefällt mir wirklich gut. Von gestern, das ist ganz witzig mit ganzer Zeit Stiegen rauf, Stiegen runter, 1000 Ecken. Also es macht einfach Spaß und heute, das ist einfach sowieso meins, einfach so auf einem Berg rauflaufen und also ich bin mir ziemlich sicher, ich werde nächstes Jahr wiederkommen. Ja. Aber auch einige Athleten, die am Vortag nicht am Start waren, können sich in Szene setzen. Daniel Rohringer erreicht knapp vor Gruber die zweitbeste Tageszeit. Nachdem alle Läufer heil auf dem Gaisberg angekommen sind, ist es Zeit, ein Fazit zu ziehen. Höchster Respekt gilt wirklich allen Teilnehmern, die es da heraufgeschafft haben. Jeder hat seinen Applaus verdient und ja, ich ziehe den Hut vor jedem einzelnen Teilnehmer. Heuer herrschten perfekte Bedingungen über das ganze Wochenende. Das ist Trailrunning-Sport vom Feinsten. Ich denke, das Event wird in den nächsten Jahren noch deutlich größer werden. Ich bin froh, dass ich heuer ein Teil davon sein durfte. Ich werde sicher wiederkommen, es war einfach fantastisch.